So, hallo und herzlich willkommen. Runde Squad heute. Ich bin allein unterwegs, deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Video und kommentiere das ein bisschen, beziehungsweise versuche es ein bisschen zu kommentieren und wir gucken mal, wie die Runde läuft. Why is this quad Squad Leader ist weg. RIP. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar geht es wieder um ein Anfängerguide für Squad. Das ist jetzt der zweite Teil. Ich werde es nicht ganz so lang machen. Ich will es immer kurz und knackig halten, damit es informativ und schnell geht eben. Man will jetzt hier keine halbe Stunde sich ein Video anschauen. Und das erste Video ist sehr gut angekommen. Schaut euch das gerne nochmal an und dann kommen natürlich auch noch weitere Folgen. Gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Checkt auch den Livestream. Wir streamen gerade fast täglich Squad und andere geile Games. So, und dann geht's direkt zu den Tipps. Also, als erstes möchte ich anfangen, das sehe ich gerade wieder sehr häufig, dass einfach quasi Squads erstellt werden, die werden dann gelockt und da sind dann halt nur eine Person zum Beispiel drin oder extrem gesagt zwei Personen. Das wird geduldet, aber ich finde es eigentlich nicht in Ordnung und ich würde euch nahelegen, das nicht zu tun. Also einfach damit ihr halt einen Squad habt, aber nichts machen wollt oder keine Ahnung, meistens wird dann auch nichts Produktives dabei rauskommen. Ihr könnt keine gescheite Rollen nehmen oder sonst irgendwas. Also lasst es bitte. Also wenn ihr mit Freunden spielen wollt und zu dritt oder viert seid, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Dann könnt ihr natürlich auch was Produktives machen. Aber zu ein oder zwei Personen im Squad ist total uneffektiv, würde ich behaupten. Außer natürlich, ihr bedient Fahrzeuge, Helikopter oder macht Logi-Runs. Dann ist es natürlich in Ordnung. Dann sehe ich gerade wieder vermehrt, dass die Zielangaben einfach schwierig sind, sage ich mal. Versucht es zu lernen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach und bedarf ein bisschen Übung und Übersicht der Karte und allem. Aber sowas wie hinter dem Stein oder da am Baum oder hinter mir ist schwierig für die anderen Leute einzuordnen, weil jeder eine andere Position hat, eventuell in deinem Squad sogar ganz woanders auf der Karte ist. Also versucht einfach, wenn ihr nicht alle mit dem Squad zusammen seid, auf einer Position, versucht einfach zu sagen, okay, ich bin hier nördlich von der Stadt und 365 Grad Nord-Nordost ist der Gegner. Dann kann man sich ungefähr mit Hilfe der Karte den ausmachen oder ihr habt ein Fireteam-Lead und könnt den Gegner auch direkt auf der Karte markieren. Aber meistens muss es eben schnell gehen. Der Kompass ist die schnellste Möglichkeit, um jemand ungefähr zumindest zu sagen, wo der Gegner ist und den sollte auch mindestens benutzt werden. Und ansonsten ist alles, was professionell ist, natürlich auch besser. Befolgt die Befehle eures Squad-Leaders. Ihr könnt die Befehle hinterfragen oder auch natürlich Vorschläge machen. Der Squad-Lead ist mit Sicherheit nicht immer der Beste oder weiß nicht immer tausendprozentig, was er tut oder was eben wie nachher rausläuft. Das kann man eh nicht wissen, es kann immer gut oder schlecht laufen, aber wenn er, der Squad-Lead, euch einen Befehl gibt, müsst ihr es ausführen. Außer es ist natürlich total stumpfsinnig, dann könnt ihr das hinterfragen oder eben einen Gegenvorschlag machen. Aber andererseits, wenn ihr die Befehle vom Squad-Lead nicht befolgen wollt, dann müsst ihr selber ein Squad-Lead eröffnen und eben selber die Befehle geben. Ein Squad ist halt nur so effektiv, wie halt auch das Squad dann zusammenhält und die Aktion meistens auch eben zusammen durchführt. Und das ist halt eben die Basis von dem ganzen Spiel. Wenn ihr genockt seid, das heißt, ihr wurdet niedergeschossen und wartet auf ein Revive, seht ihr immer noch, wie lange ihr Zeit habt, bis ihr ausblutet. Und ihr wisst ja ungefähr, von wo der Schütze vielleicht geschossen hat. Das ist auf jeden Fall wichtig, das in erster Linie durchzugeben. Oder eben auch direkt zu sagen, okay, die Position ist sicher oder nicht sicher, wenn sie eh ausnahmslos unsicher ist und sich auch in den nächsten 100, 150 Sekunden, so lange wie ihr braucht zum Ausbluten, nicht ändern wird, könnt ihr auch direkt aufgeben. Es sei denn, ihr habt unter 100 oder unter 50 Tickets, dann müsst ihr eben abwarten, mit den Tickets nicht runtergehen. Weil wenn ihr jetzt eh nichts auf einer sicheren Position seid und zwei, drei Medics rennen zu euch hin und werden niedergeschossen, bringt auch nichts. Also dann eben sagen, es ist nicht sicher und eben gegebenenfalls aufgeben und neu spawnen. Und ganz wichtig, nicht den Ingame-Medic rufen. Also es gibt so eine Taste Medic rufen, dann ruft ihr quasi nach einem Medic Ingame und das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, weil das hört der Feind auch. Das heißt, der Feind weiß, dass erstens du da tot liegst, wenn er es noch nicht weiß, weiß er es jetzt. Und dann weiß er auch, dass vermutlich noch ein Medic in der Nähe ist, was noch die schlimmere Sache ist.
und dann wartet er und wird euch töten. Den Squad-Kommunikationskanal sauber halten heißt nicht irgendwelche Scheiße reinlabern oder ununterbrochen irgendwas quatschen. Man kann quatschen, wenn es das Team zulässt oder wenn es eben sich so ergibt, aber ansonsten ist der Squad-Kanal einfach freizuhalten. Das steigert die Konzentration. Der Squad-Leader muss ja auch noch parallel mit dem Commander-Squad oder mit anderen Squad-Leadern kommunizieren und dann wird es schnell zu viel für ihn. Deswegen ist es gut, einfach die Information kurz und knackig zu halten und nicht den Kanal vollmüllen quasi. Was für mich persönlich wichtig ist, ist, dass ich die Waffe eigentlich fast immer auf Einzelschuss habe, weil sie im Spray abhängig von der Waffe sehr schwer zu beherrschen ist und auf große Entfernungen ist der Einzelschuss sowieso zu empfehlen. Im Nahkampf, Close Quarter, kann man auf jeden Fall auf Auto umschalten oder wenn ihr liegt und ein Zweibein habt, könnt ihr natürlich auch voll reinhalten, dann habt ihr nicht so einen krassen Rückstoß. Aber das ist ein persönliches Empfinden. Jetzt zu guter Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt, die Karte, die Ingame-Karte. Also ihr habt einfach die Karte mit Umschalt, wo ihr dann auch Befehle geben könnt als Squad-Lead oder als Fireteam-Lead. Oder ihr habt die normale Karte auf M, die habe ich mir gleich auf die Daumentaste von der Maus gelegt, weil die eigentlich fast immer offen sein sollte oder muss, damit ihr seht, wenn ihr irgendwo reinstürmt, wo irgendwo seid oder irgendwo hinguckt oder spottet, könnt ihr kurz auf die Karte öffnen, mit Mausrad rein und raus scrollen und gucken, ob das Freund oder Feind ist oder ob Fahrzeuge in der Nähe sind, gegebenenfalls feindliche Fobs oder eine MG-Stellung. Das ist immens wichtig. Ihr müsst eine Übersicht behalten, wo ihr seid, wo ihr hin wollt und was da gegebenenfalls auf euch wartet. Wenn ihr eine Stadt in einen Compound rein pusht und du machst kurz die Karte auf, siehst, okay, vor mir ist kein Freund von mir, kein Teamkamerad, dann kannst du sicher sein, wenn du reingehst und einer bewegt sich, es ist ein Gegner und du kannst sofort schießen. Ansonsten habe ich es oft erlebt, dass halt eben, ah, da ist jemand, da ist jemand. Dann guckst du auf die Karte, hey, das ist Freund. Also es ist auch dann teilweise Freundbeschuss. Und Feindfahrzeug, nee, ist unser Fahrzeug. Also so, wenn man Fahrzeug hört, ist sofort immer bei mir die Karte offen und ich gucke, ist Freund oder Feind. Und gegebenenfalls dann eben Anti-Tank Bescheid geben oder eben auch nicht. Wenn ich jetzt sage, oh, hier ist ein Fahrzeug und dann gucke ich, oh, ist Freundbeschuss, habe ich halt auch wieder den Squad-Kanal voll gelabert mit einer unnötigen Information. Ansonsten schreibt natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schaut auch im Livestream vorbei, twitch.tv/hangemaulive. Link ist auch in der Videobeschreibung. Wir tun gerade täglich Squad streamen. Und natürlich wird noch weitere Tutorials kommen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.